Und damit willkommen zurück beim Subway Sim Simulator in Hamburg. Wir haben das Spiel damals schon mal gespielt, als es neu war, als Let's Test. Und ich mache eine weitere Let's Test Aufnahme. Denn es gibt jetzt ein Mega Update als Beta Version. Das hat mich sofort angefixt, das Spiel nochmal zu installieren, um mal reinzuschauen in das Spiel. Die Musik ist sehr, sehr cool. Es hat hier auch, glaube ich, sehr einiges getan. Ich muss natürlich die Grafik ein bisschen untersetzen bei mir. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen ganz gut, vernünftig hier einmal den Einblick, Ausblick und überhaupt mal das Spiel nochmal zu genießen. Als großer Hamburg-Fan, als halber Hamburger sozusagen. Es ist auf jeden Fall selbstverständlich, dass ich das Spiel nochmal im Auge behalte und nochmal spiele. Ach, Hamburg ist einfach genial. Ich sag mal so, ich spiele einfach nochmal dieses Spiel. Neues Spiel, neues Glück. Es gibt jetzt auch einen Szenario-Modus, wo man die verschiedenen Szenarien wählen kann, wie Feierabend zum Beispiel. An einem ereignisreichen Tag fährst du die letzten Meter von der Station Kellinghusenstraße bis Barmbek in den Feierabend. Anschließend bringst du den Zug auf dem Betriebshof. Oder ein Polizeieinsatz. An einem warmen Junitag hast du die Aufgabe, einen Verstärkerringzug zu fahren. Doch wegen eines Polizeieinsatzes läuft nicht alles nach Plan. Streckensperrung. Wegen einer planmäßigen Baustelle ist die Strecke zwischen Berliner Tor und Rathaus gesperrt. Du löst in Wandsbek-Erbstadt einen Kollegen ab und fährst bis Berliner Tor und zurück. Immer diese Graffiti. Über Nacht haben Unbekannte einen Zug besprüht und beschädigt. Bring den Zug in die Werkstatt und hole einen Ersatzzug. Streik. Die Gewerkschaft hat zum Streik aufgerufen. Fast der gesamte U-Bahn-Verkehr steht still. Nur ein 20-Minuten-Notfahrplan am Ring gilt noch. Du fährst während der Hauptverkehrszeit einen Zug am Innenring. Und Gefahr im Verzug. Eigentlich sollte es nur eine ganz normale abendliche Fahrt vom Bahnweg nach Wandsbek-Erbstadt werden. Doch plötzlich ändert sich alles. Ja, das sind die neuen Szenarien. Die gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Das werden wir demnächst, wenn ich jetzt hier wieder ganz gut drin bin, werden wir es mal probieren. Ich mache erstmal den Fahrplanmodus ganz normal, um wieder reinzukommen. Wir nehmen dann nochmal die Tour von Barmbek aus. Und, ja, klicken wir auf Weiter. Einfach mal diesen Zug hier oben. Oh, das ist die Uhrzeit, ne? Wir wollen ja was sehen. Ich denke mal so, ab 8 Uhr ist, glaube ich, eine gute Zeit. Wir haben mal den um 8 Uhr 2. Ach, man, es geht gar nicht statt. Klicken wir auf Weiter. So, das sind die Daten. Sonnig ist es draußen. Und ja, wir wählen mal. Daten mal. Den Subway Sim Simulator. Hamburg. Die U3. Die berühmte Touristenlinie sozusagen, die direkt zum Hafen führt. Vorher nach St. Pauli. Also ganz berühmt. Eine der ältesten U-Bahnen überhaupt Hamburgs. Die Ringlinie. Ach, genial. Das Spiel damals auf der Gamescom sogar angetestet. Und seitdem bin ich da so von neugierig gewesen. Muss ich mir dann sofort holen. So, wir müssen uns erst einmal hier anmelden, den Führerschein aktivieren. Und jetzt müssen wir uns anmelden. Jetzt müssen wir uns unsere Daten eingeben, die Zugnummer zum Beispiel. Aber das Spiel, das leitet uns ganz gut dadurch. Das sagt genau, was wir klicken müssen. Für ganz doof. 8 und unsere Fahrernummer 3, 1, 7, 2, 4 und 8. Und wir bestätigen das Ganze. Gehen nochmal zurück, rausgezoomt. Und wir öffnen die Türen auf der rechten Seite. Lassen die Fahrgäste einsteigen. Wir müssen jetzt 5 Sekunden warten, bis wir dann losfahren dürfen. Wir schließen die Tür. Und Beschleunigung ist mit A und niedrig mit D. Setzen wir den Hebel mal in Bewegung und wir fahren bereits. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell fahren. Es gibt nämlich da eine Strafbremse. Wir fahren einfach mal los und hoffen, das geht alles ohne Probleme. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Den originalen Haltestellenansagen einfach nur genial gemacht. Ach, cool. Wie gesagt, ich muss die Grafik ein bisschen anpassen. Ich kann leider nicht in der höchsten Stufe spielen. Sonst fängt das echt an zu ruckeln, weil mir das, ja, einigermaßen flüssig laufen.
Das tut es, glaube ich, auch. Ich hoffe, dass auch OBS das Spiel auch einigermaßen gut überträgt. So, wir fahren los. Saarlandstraße, unser erster Halt unserer Ringtour. Ich versuche mal jetzt nicht allzu schnell zu fahren. Wie gesagt, die Ringlinie sozusagen, sie fährt quasi im Kreis, je nachdem welche Linie man nimmt. Und Barmbek, Gartenstadt und Hauptbahnhof etc. kommt man quasi immer wieder da an, wo man eingestiegen ist. Ach ja, Hamburg, eine schöne Stadt. Hamburg, meine Perle. Der Lotto King Karl, immer. Bei Finger sinkt. So, wir müssen bremsen. Zu kurz halten und bremsen. Oh, dann öffnen wir die Tür. Lassen die Leute ein- und aussteigen. Warten 7 Sekunden. Haben wir die erste Station geschafft. Wir schließen die Türen und fahren weiter. Weitere Station. So, und einmal wir beschleunigen den Hebel wieder nach vorne. Sollten wir auch gleich uns wieder in Bewegung setzen. Jawohl, das funktioniert doch gut. Links und rechts haben wir auch ein bisschen Werbung, die aber fiktiv ist. Nächster Halt. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Wenn ihr Glück habt. Ich bemühe mich. Dass ihr auch am Bahnsteig aussteigen könnt. Also mit den Szenarien ist auch sehr, sehr cool gemacht. Was ich auch noch irgendwie sehr cool finden würde, wenn da ein Szenario Hafengeburtstag kommen würde, nach dem Feuerwerk abends. Weil das ist ein richtiges Szenario. Weil da ist richtig viel los. Das wäre nur ein Szenario, das müsste echt auf jeden Fall noch eingebaut werden. Das sind alles voller Bahn, alles voller Kunden mitfahren wollen, lauter Fahrgäste, total überfüllt. Das wäre ein Szenario, das wäre super, wenn es eingebaut werden würde. Abends nach dem Feuerwerk. So, ich bin ein bisschen langsam unterwegs, aber ich bin immer noch auf Vorsicht. Das Spiel ist schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Ich möchte natürlich auch die Haltestellen nicht verpassen. Aber wir haben jetzt Zeit. Wir haben ja Zeit. So, dann bremsen wir schon mal ein bisschen. Oh, das könnte hart sein. Das könnte hart sein, aber es klappt, glaube ich, noch. Das klappt, glaube ich, noch. Haben wir gerade noch mal Glück gehabt. Wir öffnen die Türen. Warten 13 Sekunden. Fahrgäste steigen ein. So, 3 Sekunden, 2, 1 und let's go, Ghostbusters, let's go. Da kommt ein Gegenzug. Ich habe Hunger auf Burger, wenn ich das da vorne sehe. Ich habe Hunger auf Burger. So, bitte fahren Sie los, Kollege. Dankeschön. Nächster Halt, Sierichstraße. Ah, schon sehr cool. Nächster Halt, Sierichstraße. Ausstieg links. Nicht so schnell fahren. Ist ja die älteste U-Bahn-Linie Hamburgs. Die absolute Traditions-U-Bahn-Linie. Mittlerweile gibt es ja 4 Linien und wir arbeiten bereits an der 5. U1, U2, U3, U4 und dann später soll es auch eine U5 geben und U4 wird auch weiterhin noch erweitert. Irgendwann. So, wir bremsen. Oh, Alter, das war zu spät. Aber wir haben noch Glück, glaube ich. Ich glaube, die Leute können aussteigen. Gott sei Dank. Gut, dass der Bahnsteig auch einigermaßen lang ist. Junge, ich muss früher bremsen, ich muss früher langsamer werden. Jetzt fallen die Leute hier noch auf die Schiene. Das möchte ich nicht. So, let's go, Ghostbusters, let's go. Fahr mal weiter.
wollen uns natürlich noch die wichtigsten Stationen noch angucken. Da kommen wir aber noch hin. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U1. Ausstieg links. Ist so cool mit den Originalansagen. Ich glaube, die Entwickler sind, glaube ich, Österreicher. Deshalb noch umso geiler, dass sie sich in Hamburg 3 U-Bahn-Ringe ausgedrückt haben. So. Dass auch eine Meteranzeige abläuft, die zeigt, wann wir ungefähr da sind. Zu langsamer werden. Das war zu kurz. Kann ich noch weiterfahren? Warte mal, noch ein Stück weiter. Kann ich noch ein Stück weiterfahren? Ja, es geht noch. Okay. Halten wir noch. Haben wir noch mal einen Augenblick. So, und die Haltesignale müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wie gut, dass man hier auch kleine Hinweise bekommt, wo man draufdrücken muss. Aber so viel gibt es da nicht zu drücken. So viel gibt es da eigentlich nicht zu drücken. Das ist eigentlich von der Steuerung her eigentlich ganz simpel, wenn die Bahn funktioniert. So, Eppendorfer Baum. Nächster Halt. Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Noch ist links Ausstieg, aber es gibt später dann auch Ausstieg rechts, aber da werden wir auch dann zugeleitet. Hier muss keiner links aussteigen, wenn man rechts muss. Es wird also alles angezeigt. So, 200 Meter, ein bisschen langsamer. Mit drüber Baum. Das klappt ganz gut. Das war ganz gut, glaube ich. So, lassen wir die Leute mal rein und raus. Eppendorfer Baum. Boah, 40 Sekunden warten müssen wir jetzt hier. Saft. Da können wir mal auch nicht warten. Da können wir mal ein bisschen die Haltestelle angucken. Aspekte Gartenstadt, Eppendorfer Baum. Ist schon cool. Es ist schon sehr cool. Also schon sehr cool gemacht. Komm, steigt ein, ich habe nicht ewig Zeit. Muss gleich los. Ich habe euch gewarnt. Let's go. Und gib Gas, mein Freund, gib Gas. Auf zur hohen Luftbrücke. Nächster Halt, Hohe Luftbrücke. Ausstieg links. Ist jetzt nochmal, glaube ich, immer eine grüne Welle. Ich habe noch eine leichte Erinnerung, wenn es Richtung Hauptbahnhof Süd ging, da war immer ein rotes Haltesignal. Immer wenn ich da ab Mönckebergstraße Richtung Hauptbahnhof gefahren bin, hat das Spiel plötzlich abgebrochen, weil ich ein rotes Signal überfahren habe. Wir müssen also gleich mal achten auf Mönckebergstraße auf ein rotes Signal, dass das nicht nochmal passiert. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Da war etwas, wo den Hauptbahnhof nicht einfach so einfahren konnte. Muss also ein rotes Signal beachten. Zu kurz gefahren, aber passt ja noch. Das heißt, ich zu kurz gefahren. So perfekt. Kurve gekriegt. Doppelt aussteigen. Boah, 33 Sekunden warten, Alter. Der Kollege hat aber auch Wartezeit hier. Wollen wir ab und zu mal eine Flasche nehmen und mal einen Schluck trinken. Ja, ein richtiger Fahrer. So. Wie ein richtiger U-Bahn-Fahrer.
nutzt dann die Zeit und trinkt meine Pausen. So. 5 Sekunden, dann geht's weiter. Zurückbleiben, bitte. Attention, stay back. Das war, glaube ich, bei der HVV-Fähre. Und ich glaube, früher haben die doch hier auch gesagt, zurückbleiben bitte, oder? Bevor die Tür zuging. Meine Schlump. Nächster Halt, Schlump. Ja. Übergang zur U2. Ausstieg links. Hier wohnen die Schlümpfe. Also früher haben sie, glaube ich, immer gesagt, zurückbleiben bitte oder so, ne? So ähnlich. Und bei den Hafenfähren, die auch so, die schwimmen mit dem Busse, die Bügeleisen sozusagen, da sagen sie es immer, zurückbleiben bitte. Oder auf Englisch, attention, stay back. Ganz früh haben sie gesagt, zurückbleiben bitte. Die Gangway wird bewegt. Das sagen sie jetzt nicht mehr. Leider, leider. Attention, stay back ist zwar auch nett, aber... Auch die Bügeleisen sind super. Ich liebe diese Bügeleisen. Schön von Landungsbrücken bis nach Finkenwerder und zurück. Ja. Früher konnte man auch sitzen bleiben, konnte man den ganzen Tag hin und her fahren. Leider geht das am Landungsbrücken nicht mehr. Wird dann rausgeworfen. Aber die Bügeleisen sind eine super kleine Hafenfahrt sozusagen. So, das war doch mal ganz anständig. Wie gesagt, also die Hafenfähren fahren ja wunderbar dann nach Richtung Finkenwerder und man hat einen schönen Blick auf die Hafenbecken. Ich finde Hafenrundfahrten, die Rundfahrten alleine, die großen zum Beispiel, sind ja auch gerade nicht mehr so günstig. Wenn man eine Hafenrundfahrt macht, dann bitte entweder auf der Louisiana Star, auf den Raddampfer oder... Ja, oder auf einer Barkasse, weil die dann auch durch die Speicherstadt fahren, wenn das Wasser da hoch genug ist. Durch die Schleuse. Die normale große Hafenrundfahrt, ja, kann man machen, aber eigentlich nicht Barkassenfahrt. Nächster schön. Halt, Sternschanze. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Geben einen schönen Next Einblick Stop, auch ins Hafenbett. Sternschanze. Please Reichen exit here for Exhibition auch. Hall. Ausstieg links. Aber es ist natürlich jedem selbst überlassen. Natürlich jedem selbst überlassen. So, schon mal die Tür. Wir sind schon an der Sternschanze angelangt, da kommen wir ja bald schon Richtung St. Pauli. Und auf Feldstraße. So, wir schließen die Tür. Wir werden auf jeden Fall auch bei den wichtigsten Halten nochmal aussteigen. Auch wenn wir da ein bisschen Verspätung haben. Muss ja ein bisschen was angucken, ne? So, Sternschanze. Nächster Halt, Feldstraße. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links. Kommt man auch zum Heiliggeistfeld, wo jetzt aktuell auch der Frühjahrsdom gerade startet, das große Volksfest des Nordens. Und dort kommt man auch in verschiedene Busse. Zum Beispiel auch einen Bus Richtung... Daliengarten. Kann man einsteigen. Herbst, Sommer, Spätsommer, sehr zu empfehlen. Ja, Hamburg ist schon mal besonders. Hamburg, eine Perle. Aber muss ein bisschen bremsen. Aber es klappt noch. So, öffnen wir die Tür. Lassen die Leute raus. Hier bin ich auf jeden Fall auch ausgestiegen schon mal. Das kenne ich jetzt zufällig. Dann geht da hoch. 34, 33, 30 Sekunden. Junge, Junge, bringe mal einen Schluck trinken. Ich bin gespannt, wie das dann vorm Hauptbahnhof ist. Ob ich da irgendwo ein rotes Signal sehen kann. Oder ob das gewollt ist, dass man da abbricht. Aber eigentlich nicht, oder? Das kann nicht gewollt sein.
ihn einfach. Ich hab's einfach übersehen, glaube ich. Ich achte mal gleich auf jeden Fall mal drauf. Wenn ich schon wieder abbrechen. Weil daran habe ich mich noch dran erinnert. So, noch halten wir hier auf der linken Seite. St. Pauli hat auch noch links. War dann ab Landungsbrücken. Ist mir dann die Tür auf der rechten Seite. Aufmachen. So, nächster Halt. St. Pauli. FC St. Pauli, das Milan-Tor. Gerade ganz gut dabei im Fußball. Sehr gut dabei. Nächster Halt, St. Pauli. Ausstieg links. Wahrscheinlich steigen sie auch auf. Hoffen wir nur, dass sie dann da nicht durchgereicht werden, dann wenn sie aufsteigen in der ersten Bundesliga. Die guten Spieler weggekauft werden, wie meistens. Warum ist es auf jeden Fall sehr gut? DFB-Pokal könnte spannend sein. So, St. Pauli 300 Meter. Sind die Gemeinde. 200 Meter. Brems, Brems, Brems halt an, Junge. Junge. Scheiße. Aber klappt zum Glück hoffentlich noch. Ich glaube, es hat noch zu gerade funktioniert. Nee, naja, nicht wirklich. Aber wie gut, dass die nicht so ganz intelligent sind hier. Darf ich vorstellen? St. Pauli. Die wilde Elbe. Ich vermisse so ein bisschen so U-Bahn-TV hier, diese Werbung, die manchmal läuft. Wenn man so noch warten muss, kann man ein bisschen so die Nachrichten gucken. Das fehlt auch ein bisschen hier. Ist, glaube ich, nicht überall zu sehen. Mal gucken, ob es auf dem Hauptbahnhof dann ist. Wir müssen losfahren. So, nächster Halt ist dann schon Landungsbrücken. Ich glaube, dieses U-Bahn-TV ist nicht überall, aber da achten wir erstmal demnächst mal drauf. Spätestens ab Hauptbahnhof, wenn ich denn da jetzt nicht mal hinkomme und ich erst wieder abgebrochen nächster werde. Nächster Halt, Landungsbrücken. Ich hoffe, Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. And Youth Hostel. Das haben die früher auch gesagt. Wir haben es auch Youth Hostel, Jugendherberge gesagt. Guck mal da, das ist das erste Schiff zu sehen. Das ist schon das erste Schiff zu sehen. Steigen wir aus. Wir steigen mal aus. Gucken uns das Ganze mal an. Eine Hafenrundfahrt. Stadtrundfahrt hier mit der U-Bahn. Warte mal, wir halten mal kurz ordentlich an. Na, halt an! Einmal anhalten. Komm ich hier raus? Komm ich hier? Wollte gerade sagen. So, guck mal da. Landungsbrücken. Bisschen weitläufig, aber egal. Da ist die Rigma Rigmas, das grüne Segelschiff mit Restaurant und Museum an Bord, dann ganz im Hintergrund die Kap San Diego, der weiße Schwan. Da hinter dem Baum sieht man schon die Elbphilharmonie. Da ganz gegenüber ist König der Löwen und aktuell glaube ich, ist es noch die Eiskönigin? Ich weiß es nicht mehr. So, hier in dieser Version sind an den Landungsbrücken auch noch die großen Kreuzfahrtschiffe angelegt wie früher. Mittlerweile sind sie nicht mehr da, Landungsbrücken. Da liegen jetzt die Ausflugsfahrten, die Touristenfahrten, die Linie 62, das Bügeleisen, der Uhrenturm. Hier ist, wie gesagt, bei Hafengeburtstagen der Teufel los. Nach dem Feuerwerk. Und deswegen würde ich so ein Szenario so echt feiern. Ich würde es arg feiern. Hier ist nicht so viel los. Hier könnten wir ein bisschen mehr Details machen. Ein paar Buden oder so. Aber trotzdem sehr cool. Man erkennt auf jeden Fall Hamburg.
So, übrigens da unten links, wenn man jetzt hier runter geht, da ist jetzt auch ein ganz normaler Edeka-Markt. Da unten seit, ich glaube, jetzt letztes oder vorletztes Jahr eröffnet. Das ist echt was auch sehr cooles. Muss man immer in den Kiosk gehen, was zu trinken kaufen. Da hat man dann während der Geschäftszeiten auch gut die Möglichkeit, den kleinen Edeka-Markt zu nutzen. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach da mal die Tür zu. Danke. Nehmen Platz. Zurückbleiben, bitte. Der Edeka-Markt ist so ein kleiner, aber es ist ganz gut, dass er da ist. Da kann man doch. Da ist auch ein Bäcker drin. Ich glaube, der ist mittlerweile sehr gut angenommen von den Touristen und von den Leuten hier am Hafen. So, jetzt fahren wir hier vorbei. Die Landungsbrücken und dann sehen wir hier auch schon die Jan-Vedder-Promenade. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg und auch rechts. Die neue Flutschutzmauer, wo man drauf laufen kann. Wie gesagt, Jan-Vedder, der große Schauspieler vom Großstadtrevier. Sieh die Promenade. Da sind sogar Leute drauf. Das Portugiesenviertel ist das hier auch. Die Promenade hier heißt Jan-Vedder-Promenade. Das hier ist das Portugiesenviertel. Jetzt kommen hier links auf verschiedene Verlagsgebäude wie Guna und Ja und RTL sind es hier gleich ansässig. Da gehst du dann gleich da bei Baumwall rein, links. Und links ist dann auch gleich der Hamburger Michel zu sehen. Und da ist die Elfi. Die Elf-Flamini. Das ist das neue Wahrzeichen von Hamburg. Ach ja, der Museumshafen. Und da kommt Guna und Ja. Verschiedene bekannte Zeitschriften verlegt werden. So, wir steigen hier nochmal aus. Gucken uns hier nochmal ein bisschen an, die Gegend. Und dann weiterfahren. Ein bisschen Verspätung haben wir jetzt, aber egal. Ich habe heute die Erlaubnis. Oh, wir öffnen die Tür, steigen mal. Na, machst du die Tür auf? Danke. So, Baumwall. Kevida-Spitze, Hafen, die Speicherstadt Elbphilharmonie. Da geht's dann rüber. Da ist die Elfi, da ist der Kolumbus-Turm. Kolumbus Tower. Und in diese Richtung geht es dann auch Richtung Miniaturwunderland, mitten in der Speicherstadt, die ist ja davon auch. Ja, der Museumshafen. Ja, wunderbar. Einsteigen und aussteigen. Hier steigen sehr viele Touristen aus. Was ist denn das hier? 2022 Waze Festival. Das ist ein bisschen alt, oder? Nochmal hier für Werbung. Blattgrün für Sie. Ja, hier kann man schön gucken, außer natürlich bei Hafengeburtstagen und Co. Da haben die alles zugehangen, damit ja keiner stehen bleibt und sich das Spektakel hier zu lange anguckt. Man soll ja hier runtergehen. Man kann aber da vorne ganz gut sitzen und auch hier ganz gut das Feuerwerk gucken. Promenade. Was ist das denn hier? Wittstein, Traum in den Bergen, hä? Das passt ja überhaupt nicht hier hin. So. Wie gesagt, König der Löwen da hinten. Kap San Diego, das ist die Überseebrücke. Da kann man, wenn man drüber, da kann man direkt zu Kap San Diego gehen. Elfi. Das ist der Hamburger Michel. Barkarten, ist ein bisschen, da fehlt ein bisschen die Textur, oder? Kann aber auch an meiner Einstellung liegen. Da ist der Hamburger Michel. Auch ein Gruß. Wirklich mal sehr empfehlenswert, da mal hinzugehen, um mal drauf zu gehen, auf die Kuppel, Fahrstuhl hochzufahren. Oder einfach die Treppen zu nehmen. Alles nicht so wild. Wie gesagt, hier ist das Guna und Ja. Und auch RTL, das ist da ansässig. Ja, der Hamburger Michel. Da gerade eine andere Bahn gebremst. Mich reingebremst. Was hat denn da gerade so gebremst? Ist doch mein Zug hier, oder? Ja. Was war das für ein Geräusch? Doch wie gesagt, da hinten sieht man schon die Speicherstadt. Und da, in diese Richtung, ist dann auch das Miniaturwunderland. So, sind wieder da. Steigen mal ein. So Detail, ne? Details hier, wie in der echten U-Bahn von Hamburg. So cool. Fühlt man sich richtig wohl hier.
Mönckebergstraße, Rathaus, Rödingsmarkt. Die nächste Halt ist Rödingsmarkt. Und hier auch den Haltestellenverzeichnis. Da oben mal so die ganzen Anzeigen. Kann ich da reinzoomen? Steht ein bisschen auf dem Kopf, aber nee, doch nicht. Passt sogar. Das ist der originale Fahrplan der verschiedenen Linien. Da mal so, wie gesagt, auch die S-Bahn mit dabei. Wie gesagt, O4 ist die letzte. Na? Oh, warte. Kann ich noch weiter reinzoomen oder geht das nicht mehr? Doch, es geht noch weiter. Nee, es ist okay. So geht's nur noch. Was denn die O4? Wo habe ich sie denn? Moment mal. Ich bin verwirrt. Junge, ich werde besoffen, wenn ich hier so sehr reinzoome. Ach, da muss ich mal rein, warte. S-Bahn. Da ist die O4 da unten. Das leicht türkise. Das geht bis Elbbrücken. Auch sehr zu empfehlen, übrigens, Elbbrücken. Da könnt ihr Elbbrücken, das ist auch ein ganz besonderer U-Bahnhof. Schön stylisch. Dort könnt ihr dann auch dann in die S-Bahn einsteigen, da eine Station bis Veddel. Dann könnt ihr da auch zum Museumshafen fahren, wo jetzt auch die gute Peking gerade liegt. Das große Segelschiff, was aus New York hierher gebracht wurde, was dann in der Werft dann Himmelspflege, glaube ich, ne? Da auf jeden Fall da repariert wurde, wieder weit frech gemacht wurde. Jetzt liegt das im Museumshafen. Vettel sozusagen, ne? Immer einen Besuch wert. Das Schiff ist schon echt großartig. Schwesternschiff der Passat, das Travemünde, der Papen, ja. Also, geniales Schiff, dass das jetzt hier ist. Genial, dass das Schiff jetzt hier ist. In New York war es ja vorher, das ist ja fast zusammengefallen, war voller Löcher. Die Bundesregierung hat da eine Menge Geld in die Hand genommen. Und da Merkel noch. Gott sei Dank ist das Schiff auf jeden Fall hier. Wird dann irgendwann auf mal einen anderen Platz gelegt. Und dann halt ein weiteres Museumsschiff hier im Hamburger Hafen. Ach, schmücken. So, Rödingsmarkt. Zu kurz gefahren, warte. Und noch halten wir nicht. Jetzt halten wir. Ja. Hey, Süßer. Gib mir deine Telefonnummer. Deine Pixelnummer. Und wir schließen die Tür. Jetzt müssen wir den Michel auch von der einen Seite sehen können, theoretisch. Fahren. Bitte fahren. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe hier irgendwo den Michel gleich sehen können. In der einen Perspektive hier. Nächster Halt, Rathaus. Übergang zu von der anderen Tour hier. Wird man sehen können. Touristik. Next Stop, Rathaus. Nicht ruckeln, please exit here for Town Hall and Alster Bahnhof. Ausstieg rechts. Weiterfahren bitte. Weiterfahren. Hier ist noch kein Signal. Wir müssen erst ab hinter Mönckebergstraße aufpassen, ob das Signal knapp sein könnte. Da war rot. Was war da für uns? War die für uns? Aber da. Ich denke mir, dass da oben rechts das, der grüne Punkt auch bedeutet, dass es rot heißt. Wir achten gleich mal drauf. Eigentlich war das gerade rot, aber es kann auch sein, dass es für die andere Seite galt. Wir üben noch. Ich bin ja kein ausgebildeter U-Bahn-Fahrer. Bremsen, verdammt nochmal. Bremsen. Halt an. Die eine Tür geht gar nicht auf. Doch, geht wohl auf. Aber da kommen die gar nicht durch. Das ist ein Gitter, oder? Ja, irgendwie.
Egal. So, weiter geht's. So, aufpassen jetzt. Aufpassen mit der Signallampe. Das war Rathaus, jetzt kommt Mönckebergstraße. Die berühmte Einkaufsstraße, wo Arm und Reich sind shoppen können. Tourismus, Ruhe. Die berühmte Mönckebergstraße. Nächster Halt, Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. Jetzt bin ich mal gespannt. Müssen wir auf jeden Fall darauf achten, wo hier eine rote Lampe sein könnte. Auch wieder zu kurz gefahren, weil man ein Stück fahre ich, ne? So. So, noch ist grün. So, ich sehe bis jetzt nur grün. Fahr mal langsam. Zu langsam. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U1, U2, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. Wo habe ich sie übersehen? Vorne wahrscheinlich auch. Da ist einer, oder? Da kommt, glaube ich, einer. Die ist nochmal grün, Die ist grün. Das heißt, wir können fahren. Die ist grün. Das ist wahrscheinlich das Lampenlicht. Genau, diese Lampe muss man auf jeden Fall achten. Läuft das mal auf rot. Okay, das war die Lampe. Gut zu wissen. Also hier ist immer tricky. Ist echt tricky. Aber wir sind langsamer heute. Mehr Zeit. Die paar Reisende, die einen Zug kriegen müssen. Die Bahn hat sowieso Verspätung. Guck mal, oh, hier mal auf. Fast Werbung hier. Ja, tatsächlich geschafft. Hauptbahnhof Süd. Die Ampel, die war aber verspätet war wahrscheinlich. Haben wir es geschafft, dass diese Ampel auf grün. Berliner Tor. Ist der next. Dauert schon einen Augenblick, bis man hier einmal durch ist. Der grüne Punkt war auf jeden Fall da oben rechts, ist nicht die Ampel. Nächster Halt, oder? Berliner Tor. Müsste aber eigentlich doch sein. Müsste doch rot sein. U4, S1 und S21. Ausstieg links. Ich denke mal, das wird rot werden, wenn es eine rote Ampel wird. Wir haben einfach Glück gerade. Dass wir, wie jetzt hier gerade rechts, da kommt eine wieder, die ist grün. Richtige U-Bahn hier, richtig unter Tage. Man hier oben drauf auf der Straße, unter der freien Luft, wäre ich mal richtig U-Bahn-mäßig unterwegs. Das
So, Berliner Tor. Auch hier kann man umsteigen in die U4. Ah, ist schon sehr cool gemacht. Ja, ist schon cool. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Kann man natürlich nicht ewig spielen, weil es wahrscheinlich immer noch langweilig wird. Aber wenn man ab und zu mal ein bisschen Heimweh nach Hamburg hat, ist das schon sehr, sehr cool. Ein bisschen die U3 zu genießen mit den Originalansagen. Lübecker Straße. Da gibt es auch, glaube ich, auch gleich ein bisschen über eine hohe Brücke, ne? So Richtung Richtung Wandsbek-Gartenstadt. Warte, der U-Bahnhof ist. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Da auch schon wirklich ein bisschen Details hier, ne? Oh, warte. Ampel? Grün. Okay. So schnell darf man auch nicht fahren, sonst gibt es eine Strafbremsung. Grün. Sobald wir über Rot fahren, ist das hier vorbei. Dann haben wir sofort Abbruch. Ein bisschen aufpassen auf die Signale. Auf nach Lübeck. Auch eine schöne Stadt. Kommt aber rein. Kommt aber rein ins Spiel. Das schafft man. Nicht so kompliziert. Man kann natürlich auch das Ganze auch im Profi spielen. Muss man ein bisschen sehr viel manuell machen. Aber so wie wir hier spielen, ist das alles kein Thema. Straße. Nächster Halt, Uhlandstraße. Ausstieg rechts. Dann haben wir den Kreis sozusagen schon bald geschlossen. Aber wir fahren ja bis Gartenstadt, nicht nur bis Barmbek, sondern wir fahren ein bisschen weiter. Würden wir jetzt nur Barmbek fahren, hätten wir wahrscheinlich an. Wie gesagt, es ist eine Ringstrecke, ne? Es ist eine Ringstrecke, ein Kreis. Muss da mal aussteigen irgendwo. Aber im Grunde genommen ist es eine Kreisstrecke. Man kann, egal welche Richtung man fährt, man kommt eigentlich schon wieder Richtung Hafen oder Hauptbahnhof. Aber sowieso ist es in Hamburg kein Problem mit U-Bahn und S-Bahn. Man braucht doch kein Auto. Hamburg ist mit Bus und Bahn sehr gut erreichbar. So, Mundsburg. Die zwei Hochhäuser. Da sind sie schon zu sehen, da vorne. Nächster Hamburger Halt, Straße. Mundsburg. Ausstieg rechts. Einkaufszentrum und Co. Hamburger Straße. Gehört auch wesentlich zu einer Art Sehenswürdigkeit, die Gebäude. Mundsburg, ja, cool. Soweit kam ich damals nämlich nicht. Soweit kam ich damals nicht. Da bin ich ja wie so am Hauptbahnhof über eine Rotampel abgebrochen worden. Das ist jetzt für mich jetzt auch Neuland. So, fahren wir ein bisschen durch und öffnen die Tür. Warten 7 Sekunden. Lassen die Leute einen aussteigen. Mach mal die Türe mal langsam zu. Zur Abwechslung. Immer wieder schnell. So, let's go. Weiter geht's.
Und wir haben scheinbar echt die grüne Welle. Jetzt kommt Hamburger Straße. Also Mundsburg war ja davor. Jetzt kommt Hamburger Straße. Nächster Halt, Hamburger Straße. Ausstieg rechts. Ja, in etwas mehr als 4 Wochen sozusagen, ist hier wieder der Hafengeburtstag. Da ist in Hamburg wieder der Teufel los. Tausende Touristen. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich werde auch ein bisschen filmen. Meine beiden Kanäle. Ich werde euch mitnehmen. Das ist aber knapp. Alter, halt an. Oh, jetzt hab ich mich verquatscht. Jetzt habe ich mich verquatscht. Ins ruckelige Bremsverderben. Verdammt. Gerade nochmal gut gegangen. Alter. Das war knapp. Jetzt kommt den Heide. Persönlich auch eine Aktion. Mit Kindheitserinnerungen. Meine Oma ist ausgestiegen. Den Heide. Dann umgestiegen. Nächster Halt, den Heide. Ausstieg rechts. Na, mit ihr sind wir meistens mit der U1 gefahren, dann mit Straßburger Straße. Aber wenn wir mit der U3 gefahren sind, dann halt den Heide. Aber wir nähern uns auch langsam dem Ende der Strecke. Auch schönes altes Gebäude auch, ne? Schönes altes Gebäude. So cool, dass man hier immer die Informationen bekommt, wie lange man warten muss, was man drücken muss. Ja, schon sehr cool. Für Leute, die keine Ahnung haben vom U-Bahn fahren. Sehr cool. Wir werden uns auf jeden Fall demnächst auch nochmal die Szenarien angucken. Da werden wir mal die Szenarien durchschauen. Ich denke mal, jetzt haben wir ein bisschen. Wir sind wieder drin im Spiel. Da können wir uns auch mal die Szenarien anschauen. Nächster Halt. Barmbek. Ah. Dieser Zug fährt nach Wandsbek-Gartenstadt. Jawohl. Anschluss zur U3 in Richtung Kellinghusenstraße am selben Bahnsteig. Genau. Ausstieg links. Da könnt ihr jetzt einmal umsteigen und fahrt dann wieder dahin, wo wir dann gerade herkommen. Wir fahren jetzt einfach eine weiter Richtung Wandsbek-Gartenstadt. Über 2 Stationen sogar, ne? Das ist ja die nächste, ist nicht direkt. Direkt Gartenstadt, da kommt wirklich nur einer dazwischen, glaube ich, nach Barmbek. Ne? Da hält dann auch die U1. Aber man kommt echt super gut weg hier in Hamburg. Jo, mal sehen, ob es hier gleich der Lotto King Kong und die Barmbek Dream Boys einsteigen. Okay, die müsste man anhalten, wenn jetzt die Ampel rot wäre. Der Kollege fährt auch. Wir haben gestartet, ne? Hier haben wir gestartet. Die gute U3. Schon eine Lieblings-U-Bahn, würde ich sagen. Also mit Gartenstadt auch persönlich eine Erinnerung, wenn ich mal aussteige und einsteige, hier in Hamburg bin. Onkel wohnt dort. Also nicht dort, aber muss dann da Bus dann weiterfahren zu seinem Haus. Deswegen ist die U3 eine persönliche U-Bahn, die ich oft benutze. Habichstraße, genau, die kam da noch. Jetzt müssen wir gleich einmal ein bisschen auf die in die Höhe gehen. Jetzt kommt eine Erhöhung. Habichtstraße. Ausstieg links. Jetzt geht es ein bisschen hoch, jetzt können wir gleich runter gucken auf den U-Bahnhof. Wo auch die kleinen Schätzchen, kleine ältere Varianten stehen.
ist schon cool gemacht. Die sind wirklich mal ein bisschen wehen. Ein bisschen Aussicht hier. Ja, doch. Ein bisschen kann man sehen davon. Leider sind nicht so viele Züge zu sehen, aber... Jetzt ist man hier ein bisschen höher gelegen. Mal aufpassen, wenn ich hier eine rote Ampel fährt. Können wir mal eine Nachtfahrt machen? Das geht ja auch. Da ist es hier noch dunkel. Ich werde noch ein paar Folgen aufnehmen. Verschiedenen Varianten. Und natürlich die Szenarien müssen wir auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall die Szenarien durchgehen, die in der Beta-Version neu sind. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das macht mich sehr neugierig. Vor allem das letzte Szenario macht mich sehr neugierig. So, haben wir ganz schön eine Folge aufgenommen. Eine Stunde unterwegs, so knapp eine Stunde. Aber wir sind ja gleich da. Wir haben ja gleich die Linie abgeschlossen. Oh, warte, ein bisschen langsamer. Nächstes dann wahrscheinlich war es Big Garden statt. Ich glaube, da kam keine weitere mehr. Da sind dann die Nummern, die Haltestellenliste, die man auch eintragen muss, hauptsächlich auch wenn man auch Profi fährt, die Nummern dann eingeben in den Computer hier unten, ne? Die wir hier da vorne hatten. Aber es ist hauptsächlich dann, wenn man hier auf Profi fährt. Wir sind ja hier Touristen. Genießer, Hamburg-Genießer und U-Bahn-Genießer. So, war's Big Garden statt. Letzte Haltestelle für heute. Für die Linie. Nächster Halt, Wandsbek Gartenstadt. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Knall. Der Zug ist terminiert. Der Terminator. Ja, das war eine Folge des U-Bahn-Simulators, die U3 in Hamburg. Mir ist das gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne Kommentare schreiben. Auch weiteren Kommentaren gerne mal mit Daumen in die Kommentare. Das Video, wenn Sie sehr freuen, wenn es gefallen hat. Ja, ich hoffe, das OBS hat es gut aufgenommen. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar weitere Folgen machen. Wenn es gefallen hat, gerne mal deine Kommentare schreiben. Das war ein bisschen Hamburg. So, da ist er. Hamburg. Wandsbek Gartenstadt. Ach, hier ist die U1 übrigens, die andere U-Bahn, die hier kommt. So, da geht man dann hier runter, die Treppe runter. Kommen wir zum Vorplatz, wo die Busse fahren. Ein Stück fahren wir noch. Das ist eine rote Ampel. Weiter dürfen wir nicht. Oh. Hier auf. Was passiert jetzt? Müssen wir jetzt haken? Schließe die Tür. Was passiert jetzt noch? Zum nächsten Halt fahren, Wandsbek Gartenstadt. Achso. Ich muss noch. Okay, darf ich denn? Nee, ich darf nicht. Darf nicht. Endhaltestelle. Oh, die Tür auf.
So. Landsberg Gartenstadt. Hier geht's runter. Ist dann da zu den Bussen. Da hinten fährt die U1. Oder ist das schon die U1? Das ist die U1 schon, okay. Die eine Seite zumindest, die andere Seite ist dann die andere U1. Da oben steht über Farmsen, Pferdebern und Volksdorf. Da ist der Kollege von mir. Hallo, mein Freund. Die HVV. So. Was soll ich jetzt? Soll ich jetzt weiterfahren? Ist das ernsthaft? Soll ich noch fahren? Aber er sagt ja, oder? Wahrscheinlich ist das das Signal, dass ich jetzt orange heißt wahrscheinlich, ich fahre jetzt zum Ende, oder? Es ist noch kein Rot. Da steht ja auch 300 Meter, also ich soll fahren. Dann fahre ich. Beende hiermit die Fahrt. Auf Abstellgleis, um dann hinterher wieder zurückzufahren wahrscheinlich. Na, guck mal hier, anderes Gleis. Rot. Rot, 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 rot. Ah, super. Sehr schön. Da haben wir jetzt auch oben rechts auch einen roten Punkt. Button ABS am Hibis drücken. Führerstand deaktivieren. Verlasse den Führerstand. Aufgezeichnete Geschwindigkeit. Führerstand aktiviert. Sieht's aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, gut. Okay. Ja, hier ist natürlich, ne? Hier ist natürlich schwierig. Ganz schwierig. Zurück zum Hauptmenü. Ja, Subway Sim Hamburg. Unsere erste Tour, richtige Tour, verendete Tour vor allem. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne mal Kommentare schreiben, einen Daumen nach oben. Das war auf jeden Fall eine Rundstrecke von Barmbek bis nach Mansbek-Gartenstadt. Einmal ganz schön rum, um den Ring, die wichtigsten Punkte angefahren. Ja, das Mega-Update, now in Public Beta. Ja, dann sage ich jetzt Ciao und Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, gib mir mal einen Daumen nach oben. Ein paar nette Kommentare, wenn es gefallen hat. Also dann, Ciao und Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.